Ich bin ein Heuchler. Das denken zumindest viele Leute, weil ich in letzter Zeit meinen Hund häufiger mal mit so etwas hier ausführe, obwohl ich früher ganz häufig betont habe, dass Flexileine für die meisten Hundehalter völlig ungeeignet sind. Aber woran liegt das eigentlich? Dieser Knopf hier, der lädt massivst dazu ein, faul zu sein. Denn bei den meisten Leuten sieht es so aus, dass der Hund irgendwo da hinten dabei ist, irgendeinen Mist auszufressen. Und anstatt dass sie ihn ansprechen und es persönlich mit ihm klären, machen die folgendes. Knopf drücken und ziehen. Das Problem ist nicht nur, dass ihr euch als Hundehalter aktiv antrainiert, beschissen mit eurem Hund zu kommunizieren, sondern ihr tragt aktiv dazu bei, dass euer Hund zwangsläufig verblöden muss. Und in der Regel möchte man Leinen ja benutzen, um meinen Hund abzusichern und nicht als primäres Kommunikationstool, um ihm zu erklären, was er nicht tun soll. Deswegen machen Schleppleinen bei den meisten Hundehaltern auch deutlich mehr Sinn. Trotzdem bin ich aufgrund sehr häufiger Anwendungsfehler der Meinung, die meisten Hundehalter sollten die Finger davon lassen. Seid ihr im Team Schlepp oder Flexileine? Eure Meinung zu dem Thema ab in die Kommentare und denkt dran, den Kanal zu abonnieren.